So, da wären wir wieder. Wir wollen haben ganz, ganz, ganz viel Erz. Dafür brauche ich Erz. Also nein, ich brauche eigentlich Stahl. Und das Problem an der Sache ist, dass wir halt nicht genug Eisen haben, um genug Stahl herzustellen. Ich kann mal versuchen, irgendwo... Hier zum Beispiel. Ich stelle mich hier hin und sammle einfach alles ein. Ich klaue jetzt quasi den Zahnrädern ihre Eisenplatten. Robin Hood Style. Und bringe die dann oben zu der Kiste, die eigentlich automatisch geliefert werden sollte. Nämlich die hier. So. Jetzt pushe ich ein wenig, dass das bekommt. Oh, ich habe eine super Idee, was ich machen könnte. Bam. Das hier ist einfach keine Logistikkiste mehr. Das heißt, alles Eisen, was produziert wird, wird richtig schön oldschool-mäßig einfach in die Kiste gepackt. Und ich komme hierher gelaufen und hol's mir ab, wenn ich es brauche. Sehr gut. Ihr seid nicht ausgelastet. Das ist sehr komisch. Ich hätte gern ein mehr. Du nimmst rein, du wirfst raus. Hm. Dabei haben wir noch gar nicht mehr Erz reingeholt, aber es kommt von meiner händischen Aktion vielleicht. Gut, hier. Hier ist Eisenerz. Ich hätte gerne Eisenerz. Und dann hätte ich gerne eine aktive Kiste. Weil wir davon so viele haben und ich gerne mal benutzen würden. Und wir haben 130 Roboter, die nichts zu tun haben. Das würde ich jetzt echt gerne mal auslasten. Also ich baue jetzt so lange überall Mining Drills auf. Und entsprechende Kisten unten bei Schmelzen, die wir auch noch aufstellen. Bis alle Roboter was zu tun haben. Durchgehend. Sonst hat es keinen wirklichen Sinn, so viele Roboter zu haben irgendwie. So, du. Dahin. Aktive Kiste. Du. Dahin. Aktive Kiste. Du bist kein... Da. Baum weg. Oh, ich glaube, ich habe gerade die Stromversorgung gehabt. Du dahin. Das war nämlich kein Baum. Ich habe schon Wahnvorstellungen. Da ist ein Baum, Holz ist um. Aber Sir, das ist der Strommast. Egal. So. Also, hier kommen jetzt 4 Kisten mit Eisenerz an. Die haben noch keine Abnehmer. Das ist soweit richtig. Deswegen sollten wir Abnehmer schaffen. Das hier brauchen wir alles nicht mehr. So. Danke. Das heißt, wir können auch die Schmelzöfen hier hinstellen. Obwohl, es ist schicker, alles auf dem Haufen zu haben. Ne? Hier ist überall Eisen, da ist Kupfer. Auch wenn die Gewichtung ein wenig ungerecht ist. So, du bekommst... Aktive Kiste. Aktive Kiste. Du brauchst Requester Chests. Haben wir dafür genug Stahl? Nein, haben wir nicht. Das ist jetzt unpraktisch. Das heißt, wir können schon mal die Ärmchen setzen, aber das war es dann auch schon. Du und du. Wie kriegen wir jetzt Stahl? Ich kann wieder Eisenplatten klauen, aber das ist mir schon peinlich. Ich könnte gucken, wie viel inzwischen abgefallen ist, aber ich denke, das wird nicht so viel sein, was hier in der Kiste auf uns wartet. Oh, 55. Das ist ein guter Anfang. 1, 2, 3, 4. 4 Kisten sollten erstmal reichen. Ihr schließt dich immer noch nicht ans System an. Ich will das Stahl für mich haben. Und ich weiß, alle Sachen, die hinter der Stahlproduktion hängen, also die roten Chips, glaube ich, und Engines und was weiß ich, die werden jetzt nicht produziert. Aber ist mir egal. Ich will jetzt das machen, was ich will und nicht, was die Roboter wollen. Ich weiß, es sind gefährliche Gedanken. Ich könnte eventuell umgebracht werden demnächst, aber, ne, muss sein. Also, nicht das umgebracht werden, aber das tun, was man tun muss. 100 Eisenerz dahin. 100 Eisenerz dahin. Ist ein Anfang. So, was für Module kriegt ihr? Ihr kriegt Energiesparmodule. Weil ich mir schon Bammel habe, dass wir Stromprobleme bekommen. Aber Akku hält noch. Trotzdem brauchen wir viel mehr Solarzellen. Ja, wofür wir sogar inzwischen genug Chips und Stahl haben. Das ist sehr schön, das gucke ich mir gleich an. Aber erstmal das Projekt hier zu Ende. Davon eine. Eine blaue Kiste bitte noch. Klick.
Du da, du da und Ärmchen. Ärmchen, 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 Ärmchen. Du 100 Erz. Und du 100 Erz. So, also 4 Schmelzöfen mehr. Das sind mal eben 50% mehr Eisenplatten. Die jetzt hoffentlich auch zu Stahlplatten umgebaut werden. Und wie sieht's aus mit dem Eisenerz? Wir haben kein Eisenerzstau momentan im System. Wird aber auch daran liegen, dass gerade die ganzen Roboter, da war gerade wieder ein ganzer Schwung, dass die ganzen Roboter die neuen Requester-Chests befüllt haben. Aber nee, da unten steht minus 5 Eisen. Das ist interessant. Minus 10 Eisenplatten. Okay, also wir haben es definitiv geschafft, die 4 Mining Drills oben auszureizen. Das dürfte ja auch nicht besonders schwer gewesen sein. Machen wir einfach hier unten weiter. Warum hast du keinen Dingensbummens? Du bist komisch, du hast keinen. So. Sehr, sehr komisch. Ihr befüttert regulär wieder die Fließbänder, weil die Fließbänder befüttern die hier oben. Aber hier hinten habe ich ja noch ein bisschen was, ne? Das heißt, du guck mal nach oben und befüll. Au, nächstes Problem. Kein Roboport und Roboports sind schweineteuer. Habe ich noch irgendwo ein Eisen? Da ist ein Mini-Eisenfeld. Bist du? Ja, du bist im Einzugsgebiet von einem Roboport. Das ist sehr gut. Dann machen wir die doch mal weg. So, hier. Wir hätten gerne ein Eisendingensbummens da. Ein. Oh, kann ich alles abdecken? Okay, dann machen wir 2. Du, ein Eisendingensbummens da und noch ein Mining Drill. Klick dahin. Na komm, können wir noch passive hinstellen. Ich habe halt nur immer die aktiven genommen, weil ich die verbrauchen wollte. Ich hatte keine Lust, eine halbe Stunde zu warten, bis genug passive Kisten fertig sind. Das heißt, im Idealfall ersetzen wir später wieder alle aktiven durch passive. Aber das kann nur passieren, wenn wir irgendwie Stahl en masse bekommen. So, Effektivitätsmodul ist fertig. Brauche allerdings wieder blaue und rote Chips und 4 normale grüne. Bringt dann aber auch 40% weniger Energiekonsum. Dass wenn man 2 reintut, hat man 80% weniger und da steht, Minimum Energy Consumption ist minus 80%. Das heißt, es gibt auch Dreiermodule, aber wenn man zwei Dreiermodule reintut, bringt das genauso viel wie 2 Zweier, weil das Minimum halt 80% sind. Es macht dann nur Sinn, wenn man ein Dreier Geschwindigkeit und ein Dreier Effektivitätsmodul reintut, dann macht es halt mehr. Als ein Zweier Geschwindigkeit und ein Zweier Effektivität. So, was hätten wir jetzt gern? Das da. Portable Fusion Reaktor. Braucht 30 Artefakte und 100 Blau. So viel. Shotgun Shells. Ja komm. Mehr Geschwindigkeit für meine Schrotflinte kann nicht schlecht sein. Strom? Akku hält? Okay. Eisen. Da unten ist Eisen, aber das ist nicht in unserem Einzugsgebiet. Da oben ist Eisen. Aber da wird bestimmt kein Roboport hinführen, oder? Laufen wir da mal kurz hin. Hoffen, dass wir unterwegs mit Stahlträgern befüllt werden. Und die sind immer noch ausgelastet. Sehr cool. Achso, wir werden nicht mit Stahlträgern befüllt, weil wir hier das abholen müssen. Das ist super. Wenn wir unser eigenes System beklauen, geht es uns richtig gut. Ich glaube, so fängt Korruption an. Ha, herrlich. Aber wir können 16 Solar-Panels bauen. Nö, das lasse ich auf jeden Fall so. Ich baue jetzt hier noch so einen Schmelzofen hin. Du. Ach, wir stehen im Weg. Du. Du nimmst von da, du bringst nach da. Damit wir noch mehr Stahl bekommen. Und da gucken wir regelmäßig vorbei und können dann schön unser Projekt. Oh, hier ist ja auch noch Eisen. Ich hätte gern 2 Electric Mining Drills.
Und wir haben immer noch keinen Stau an Eis. Ah, doch, da. 80. Hä? 90. Es wird mehr. Aber ja, wir brauchen bald Schmelzöfen. Mehr Schmelzöfen. Oh, hier haben wir gar keinen Strom. Das ist ja peinlich. Du, bauen wir ein paar davon. Wir haben jetzt ja genug Stahlträger dafür. Da und da und da und vorbei. Da und da und da und da. Auf, dass das nicht nochmal vorkommt. Oder nicht mehr so häufig vorkommt. Dass wir keinen Strom haben irgendwo, ist es ja. Ne? So, also. Eisen. Und keine Kisten. Das ist komisch. Ja, komm. Passive 2, aktive 2. Aktive Kiste dahin. Noch ein Drill. Dahin. Noch eine aktive. Au. Und die sind ganz knapp nicht bei dem Roboport mit drin. Wie machen wir das? Ich mach da draus Iron Chests. Wir haben ganz schön viele Iron Chests dabei. Ich mach daraus Iron Chests. Und die füllen sich gleich komplett mit Eisen. Und wenn sie das getan haben, hole ich die einfach ab. So händisch und so Zeug. Einfach zwei Spieleinventare voll mit Eisen. Und dann klatsche ich die in die Requester-Chests von den Schmelzöfen unten. Das tut mir auch mal ganz gut. Da freue ich mich sogar darauf, dass ich die Sachen von Hand machen darf. Und das nicht von den Robotern abgenommen bekomme. Und die geben dann nie was ab zum Spielen. Das ist gemein. So. Ne? Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Was will ich machen? Ich will mehr Eisen haben. Genau, ich hatte Eisen gesucht. Ich wollte nach da oben links, um zu gucken, ob das noch im Roboport Reichweite ist. Da ist einer. Da ist einer. Aber das Feld ist auf keinen Fall drin. Okay. Und die Mauer ist auch nicht drin. Und viel Zeug ist nicht drin. Okay, bauen wir bitte ein Roboport. Und dann müssen wir gucken. Weil eigentlich muss die äußere Mauer mindestens im gelben Bereich sein. Aber wenn ihr hinguckt, das ganze Stück hier ist nicht im gelben Bereich. Das heißt, ich versuche jetzt einen Roboport so hinzustellen, dass der Bereich da unten im gelben ist und der Bereich hier mit dem Eisenfeld im orangenen. Also, geht nicht ganz, aber da wäre eine gute Stelle. Wenn da nicht Bäume. Achso, so. Baum weg. So. Ja, hau mal hin da. Du hast keinen Strom. Das hatten wir doch diese Folge schon mal, oder? Irgendwie ist das da so gerade so doof. Du weg. Hier ist gerade. Weg. Gerade. Ah, sorry, Robot. Du musst weg da. Das heißt, wir müssen nochmal gucken. Oh. Unten auf die Mauer achten, dass sie schön drin ist. Ja, da ist okay. So. Hier müssen wir aufräumen. Auf die Akkus aufpassen. Wir müssen es dann so bauen, dass sie nach innen zeigen, die Mining Drills. Aber wir werden erstmal ganz viele hiervon brauchen. Dafür haben wir aber keinen Stahl mehr. Das heißt, ich muss gleich wieder Stahl klauen gehen. Baum weg. Baum weg. So, so. So. Habe ich noch meine Drills über? Nicht wirklich. Du setzt sie mal nach innen und kriegst. Oh, ein Feld weiter. So, und die Kiste müsste jetzt von den Robotern abgeholt werden, auch wenn sie am äußersten Rand ist. Und die Roboter dementsprechend weit fliegen müssen. Aber das ist nicht mein Problem. So, ich gehe jetzt Stahl klauen. Die Roboter können währenddessen arbeiten. Und für die ganze Aktion, die wir jetzt aufgebaut haben, also die neuen Kisten und der Roboport und so weiter, dafür hätte ich 16 Solarzellen kaufen können. Also bauen können. Ah.
staute sich sogar. Ich sammle mal kurz auf. Nom 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 nom. Wie viele Stahl haben wir? 140 Stück. Wir können nicht 13 Solarzellen bauen. Ich will aber nicht. Oh, Eisenerz staut sich auf 500. Gut. Es kam gerade so schlagzeilenartig rüber. Eisenerz staut sich auf über 500 Einheiten. Gefahrgant. Jo, für wahr, Sir Nachrichtenreporter. Wir brauchen mehr hiervon.